So, das ist jetzt mein angemachter Bulgursalat schon, der gleich in die Zucchinis hier gefüllt wird. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was dazu, ja. Also Bulgur ist ja so ein Hartweizen und den habe ich jetzt 100 Gramm Bulgur in den Topf, 200 Milliliter Wasser dazu, dann habe ich ein paar halben Brühwürfel, so ein Schweizer Gemüsebrühwürfel mit dazu gegeben, ein bisschen Chili, ein bisschen Kurkuma, ein bisschen Curry und noch ein bisschen Salz und ich habe von den Datteln, die habe ich so ein bisschen klein gemacht, diese ganze Masse habe ich jetzt aufgekocht und habe das 10 Minuten leicht köcheln lassen. Das kommt jetzt hier in diese Zucchini. Da werden die Enden jeweils abgeschnitten und in der Mitte geteilt. Kleinen Löffel, dass wir dann so eine schöne Kohle haben. Ja, so. Olivenöl hier reingeben in eine Auflaufform. Lege die ausgehöhlten Zucchinis hinein. Wenn man zum Beispiel was Frisches jetzt noch dazugeben würde, in diesem Bulgursalat, dass man einfach eine Karotte nimmt und ich schäle mal die Karotte und die Karotte, so ein bisschen Karotte über den Bulgur reibt. Dann haben wir noch ein bisschen was Frisches da mit drin. Ein bisschen Petersilie. Ich habe jetzt krause Petersilie. Petersilie ist ja immer ganz gut. Ein bisschen klein hacken. Der Schafskäse. Den Schafskäse, das ist jetzt ganz normaler Feta-Käse von Alnatura. Das sind übrigens alles Alnatura-Produkte. Ich werde jetzt ein bisschen Schafskäse in die Masse, in die Bulgur-Masse geben. Und noch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer dazu. Ich habe hier lauter bunte Pfefferkörner drin. Und nun verrühre ich das hier alles. Die gefüllten Zucchini mit Bulgur und Feta-Käse kommen jetzt in den Ofen bei 180 Grad Umluft. Zucchini ist jetzt im Ofen, so 20 bis 25 Minuten, kommt drauf an, wie dick eure Zucchini ist und wie ihr die Konsistenz möchtet, ob das ein bisschen al dente sein soll oder ziemlich weich. Also ich mag die Zucchini, wenn die so ein bisschen bissfest noch ist. Um der ganzen Sache jetzt so eine gewisse Frische noch zu geben, mache ich jetzt einen cremigen Minzdip. Und für diesen cremigen Minzdip nehme ich einen Becher Naturjoghurt, gebe das alles in den Mixer, Dijon-Senf oder irgendein Senf, eine Prise Meersalz, ich nehme noch so ein bisschen Heidelsalz mit Kräuter der Provence dazu. Ihr könnt frische Chilischoten klein hacken, ich habe jetzt leider keine frische Chilischote da, hier nehme ich so Chiliflocken, gebt die noch mit dazu, frisch gemahlenen Pfeffer, alles so fein nach Schnauze. Und Minzblätter, frische abgewaschene Minzblätter. Und wisst ihr, was ich ganz vergessen habe? Also man kann Weißweinessig nehmen oder Zitrone. Ich mache noch ein bisschen Zitrone mit dran. Stellen wir das Teil hier an. Gieße ich das hier rein. Ein wunderbarer Dip. Mmh. Durch die Minze total frisch. Mmh. Fantastisch. Also wir haben die überbackenen Zucchini, dazu den frischen Minzdip
Und den Rest vom Bulgur Salat, den habe ich jetzt in so ein Schüsselchen gegeben. Das kann man auch ganz toll kalt essen. Schmeckt fantastisch. Das ist eine wirklich leckere, kleine Zwischendurch-Mahlzeit. So, ihr Süßen, das war jetzt mal so ein kleines, eine kleine Kochsession, was man mit Zucchini machen kann. Zucchini ist ja sehr vielseitig einsetzbar. Man kann es ja, also was ich auch gerne mache, Zucchini und Karotten einfach so hobeln, also jetzt nicht gekocht, ne? Also im Ganzen, also naturbelassen, mit so einer, also gerieben, so ein Karotten-Zucchini-Salat schmeckt ganz toll. Kann man auch ein bisschen mit Nüssen und Rosinen oder auch Datteln kombinieren. Man muss nicht immer unbedingt Grünsalat oder Tomatensalat essen, man kann auch mit der Zucchini und mit der Karotte und ein bisschen Apfel sehr viel Abwechslung in unseren Essalltag bekommen. Ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid gut zu euch und bis bald. Ciao!